Gregor Baumgartner. Jetzt gemeinsam mit Lihi und Lukas am Eis und Strafe wohl jetzt gegen Linz. Jeff Torrey hier bei Baumgartner. Naja, wenn, dann kann es eigentlich nur Torrey gewesen sein. Kommt ins Drittel. Linzer haben Scheibenglück. Der Pass auf Scoville. Wieder Darren Scoville auf Matthiasson. Jetzt stehen sie. Oh, Tor! Und wieder war es ein linker Flügel bei den Linzern, der getroffen hat. Haben ja bisher nur die Left Wings bei den Black Wings getroffen, mit Ausnahme von Michael Mayer. Bobby Lukas wieder auf seinen Bruder, auf den Captain, auf Philipp Lukas. Bobby Lukas mit der Schussmöglichkeit und der trifft hier von der blauen Linie. Von der Innenstange geht die Scheibe hinter Enzenhofer ins Netz. Was ist das für ein Auftakt für die Black Wings? Bobby Lukas trifft also noch in Überzahl zum 2:0 für den EHC Liebest Black Wings Linz. Das nennt man eine 100%ige Auswertung aus diesem Powerplay. Zunächst bei 5 gegen 3 der Führungstreffer und dann gleich darauf das 2-0 und das innerhalb von, naja, rund einer Minute jetzt. Also zwei Treffer für die Linzer. Sechs Strafminuten schon für die Linzer in diesem zweiten Drittel, aber der KHC macht nichts Zählbares draus. Zumindest bisher. Nächste Strafe. Damit kommt der KHC zu seinem nächsten Überzahlspiel, das nahtlos an das vorige anknüpft. Oh! Ab Herr Mayer. Hier gegen Paul Schillander. Jetzt sitzen zwei Linzer draußen für wenige Sekunden. Darren Scoville und Martin Grab Herr Mayer. Und jetzt ist die Scheibe drin! Jetzt ist sie drin, jetzt ist dieser Anschlusstreffer also gefallen im 4 gegen 4. Anschlusstreffer für den KAC. Und da jubeln die KAC-Fans natürlich. Egal. Hier kommt Dieter Kalt. Dann der Pass von Kirk Fury auf Michael Craig kommt er ran. Mit dem Schlittschuh ist er dran. Na hoppala. Ja, mit dem Schlittschuh geht die Scheibe hier ins Gehäuse. Die Frage ist nur, wie war die Bewegung? War es eine bewusste Bewegung mit dem Schlittschuh zum Puck oder war es keine? Also umstrittene Entscheidung zumindest. Vielleicht können wir es mit unserem Experten auflösen in der Drittelpause. Und jetzt der lange Pass auf Schabron! Und er macht's nicht! Er macht's nicht! Baumgartner, Rückmöglichkeit, da setzt sich durch. Ibera fährt hier mit, Ibera mit der Nachschussmöglichkeit! Und der macht das Ding rein! 3:1 für die Wings! Puh, war das ein Break! War das ein Break und erfolgreich abgeschlossen! Gut mitgelaufen hier. Da setzt sich Ibera zuvor schon durch. Dann kommt Baumgartner. Der geht da durch die KHC-Verteidigung durch. Und Thormann lässt die Scheibe aus und dann ist Ibera dran. Gut den Rebound genommen. Matthias Ibera stellt hier den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Und Enzenhofer, er kann die Scheibe hier nicht arretieren. Also, jetzt wird es noch schwieriger für den KAC. Schira. Da geht Lihi mit, bekommt die Scheibe und macht das Ding rein. 4:1 für die Black Wings. Ja, da hat gar niemand aufgepasst auf diesen Patrick Lihi. Und der macht hier seinen zweiten Treffer am heutigen Abend. Schön gespielt, zunächst von Ibonik. Und dann geht Rob Shearer hier links an der Bande ab und letztlich
wird hier Lehi, naja, nicht einmal begleitet vom Klagenfurter. Und er kann nicht mehr eingreifen. Und für Patrick Lehi ist es dann eine einfache Übung, den Puck ganz einfach über die Linie zu schieben. Gehäuse komplett offen. Enzenhofer kommt da zu spät. Ja, es riecht nach Vorentscheidung hier in Klagenfurt. Pat Lehi mit seinem zweiten Treffer macht er das 4-1 und drei Tore Vorsprung jetzt für die Wings. Bobby Lukas. Auf Philipp Lukas. Schön freigespielt. Da hat er es. 1 gegen 0. Und die fischt Enzenhofer raus. Und dafür gibt es auch Gratulationen von Thomas Hunter. Schön gemacht von Enzenhofer. Aber ganz alleine kommt da der Philipp Lukas zum Schuss. Und irgendwie hat Enzenhofer die Scheibe noch. Und das war ein Big Save. Das KAC-Goal ist. Jetzt haben wir Westland so gelobt, aber für diese Aktion muss man Hannes Enzenhofer wirklich Lob zahlen. Nächster geht schon fast Verzweiflungsangriff des KAC, Jeff Torrey. Und der Puck ist im Tor. Und da ist er tatsächlich, der Anschlusstreffer zum 2:4. Jetzt wird es doch noch einmal spannend. Jeff Torrey schießt hier. Westland kann die Scheibe nicht festhalten. Und dann stochert hier ein Klagenfurter. Und ich denke, es ist Dave Schuller. Und fischt sich die Scheibe. Und bringt sie ins Tor. Danach dann das Tor verschoben. Wir schauen noch einmal drauf. Scheibe war nicht an der Querlatte. Schuller holt sie herunter. Und macht hier das 2-4. Na bitte, und kaum sagt man, ein Spiel ist entschieden, dann belehrt dann eine Mannschaft schon des Besseren.